Aber es ist schon ein geiler Belag. Ein neuer Rasanter. Vor ziemlich genau einem Jahr hat das Tischtenniszentrum Blaschik bei uns auf dem Kanal den Rasanta R48 getestet und bis heute unser erfolgreichstes Video. Umso mehr hoffen wir alle, dass auch dieses Video jetzt mit dem R45 einschlägt wie eine Bombe. Aber vielleicht nicht nur die Klickzahl, sondern vielleicht schlägt er tatsächlich ein wie eine Bombe am Tisch. Das testen wir. Wir werden euch ein Review dazu geben und zu allen wichtigen Eigenschaften unsere Meinung teilen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wenn du nett spielst, aber keiner kann da was. Der Rasanta R45 wird uns zur Verfügung gestellt vom Tischtenniszentrum Blaschik. Hierfür einen herzlichen Dank an das TT-Zentrum. Und nun folgen einige wichtige Infos zu diesem Belag. Ja, wir haben ihn getestet im Schwarz 2 mm, 2,0 mm. Und als Vergleichsbelag hatten wir den Tenergy 19 drauf in Rot mit 2,1 mm. Ja, der Rasanta 45 ist die dritte Variante der Rasanta R-Reihe mit der neuen Technologie Energy Cell. Diese Rasanta gibt es immer in 1,7, 2,0 und Ultramax zu kaufen. Und der UVP des Rasanta R45 ist von Andro mit 59,95 € angegeben. Ja, der Topspin ist definitiv ein Pluspunkt dieses Belages. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit diesem hochdynamischen Belag zu spielen, denn die Ballankopplung am Belag war wirklich sehr schön, tiefgreifend und wie schon gesagt auch sehr, sehr elastisch beim Ball herausspringen. Und ja, was bekommt man mit dem Belag? Man bekommt guten Spin rein. Besonders stark ausgeprägt finde ich die Ballflugkurve des Rasanta R45. Und ja, bemerkt habe ich das selber beim Training, da ich selber mit dem Tipa aus Prime einen härteren Belag und auch einen direkteren Belag spiele, hatte ich eine deutlich höhere Ballflugkurve, was ja nicht schlecht ist für ein Topspin-Spiel, weil Topspins haben nun mal Flugkurven. Und ja, aber ich habe ganz viel über den Tisch gezogen, wie man auch in dem einen oder anderen Ballwechsel hier sieht. Man kann aber mit ein bisschen Training sehr schnell anpassen und durch die gute Ballrückmeldung, die man erhält, kann man das auch sehr schnell dann auch anpassen. Interessant fand ich, dass mein Gegenüber sagte, da ist aber viel Rotation drin. Das war die Mischung aus der hohen Ballflugkurve und der Rotation, die drin ist. Mann, das ist so viel Oberschnitte. Fluch und Segen zugleich. Ja, der passive Block, wenn man den Schläger nur hinhält, wirklich sehr, sehr angenehm und sehr linear. Und man bekommt das, was man möchte, sehr kontrolliert. Im Gegensatz dazu Fluch, der aktive Block, wenn man ein bisschen gehen geht oder ein bisschen kicken will. Durch den hohen Katapult hat man große Probleme, den Belag am Anfang zu kontrollieren. Und immer wieder gehen die Blocks weit über den Tisch hinaus. Also es entsteht eine unheimliche Ballflugkurve, die nicht rechtzeitig raufkommt.
Ja, und gerade Spieler, und ich bin auch einer davon, die so ein bisschen drücken im Block, um den Druck hochzuhalten auf, für den Gegenüber, sind da vielleicht nicht ganz richtig aufgehoben mit dem Belag. Passivblock sehr gut, Aktivblock durchschnittlich, spinanfällig. So, Schussspiel, Notiz. Macht ganz klar mehr Spaß, mit dem Rasanter zu schießen. Dann kriegst du mehr Länge rein automatisch. Dadurch, dass der Belag ein bisschen katapultiger ist, kommt er auch länger auf die Grundlinie. Aber dadurch, dass er auch weicher ist, hat man mehr Kontrolle im Schlag. Mit dem Tenergy 19 beim Schießen kommen sie erstens nicht so weit, nicht so lang auf den Tisch. Und die Flugkurve ist ein bisschen geringer. Spiel bei dem Tisch immer sehr, sehr interessant. Einmal habe ich auf kurz und einmal auf den Flip getestet. Also der Flip ist wirklich, das ist wirklich eine Spaßbombe. Durch den Katapult-Effekt, wenn man schön nach vorne geht, kann man sehr schnell Tempo erzeugen durch den Katapult-Effekt und die unheimliche Dynamik, die diesen Belag ist. Und ja, der Flip geht sehr einfach von der Hand. Man muss natürlich aufpassen, wenn man wieder zu viel öffnet, geht der Flip auch schnell über den Tisch. Aber im Umkehrschluss kann man auch sehr schwere, kurze, flache Bälle mit Unterschnitt einfacher öffnen als so mit manch anderem Belag. Das Kurz-Kurz-Spiel oder auch kurze Aufschläge hat mir nicht so gefallen. Also auch aufgrund dieser Charaktereigenschaft mit dem Katapult. Also das war wirklich ein Kampf über die ganze Trainingseinheit, den Ball kurz zu legen. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Wie ich probiert habe, meine Technik zu verändern, um den Ball kurz zu bekommen. Ja, also ihr seht, wenn man einfach nur den Schläger hinhält, dann fliegt der Ball unheimlich hoch nach oben ab, beziehungsweise geht auch weit nach vorne und der Gegner hat ein leichtes Spiel anzugreifen. Man muss schon wirklich sehr, sehr unter den Ball kommen und eine leichte aktive Bewegung machen, um noch mehr Unterschnitt zu erzeugen, Rückwärtsschnitt, dass er dann auch stehen bleibt. Um der Frage gleich mal vorwegzunehmen, was ich gesehen habe in einigen Foren, ja, dieser Belag ist auf jeden Fall lohnenswert und auf gar keinen Fall überflüssig, denn der Rasanter 48 und vor allem der Rasanter 53 sind ganz andere Belege mit einem härteren Schwamm, mit deutlich mehr Tempo. Aber hier bekommst du wirklich so ein gewisses Allround-Paket und ich kann es wirklich empfehlen für Spieler aus der Halbdistanz, die viel mit Spin spielen. Denn gerade durch diese hohe Flugkurve, die auch sehr, sehr weit springt, kann man, wenn man 1-2 Meter hinterm Tisch steht, sehr viel mit diesem Belag machen und man wird seinen großen Spaß daran haben. Aber generell kriegst du dann Allround-Belag auf hohem, also für einen Allround-Belag auf einem hohen Tempo-Level. Du musst halt zusehen, ob du diese Schwächen mit deinem Spielstil ausmerzen kannst, ja, das Kurz-Kurz-Spiel, ob du das oder das, den aktiven Block, ob du den mit diesem Belag hinbekommst. Wenn dies der Fall ist, dann ist das ein super Belag. Zur Haltbarkeit kann ich natürlich nichts sagen, da das eine einzige Trainingseinheit war, die wir gespielt haben mit dem Belag. Schlusswort. Also es war ein sehr, sehr interessanter Test, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, der Rasanter 45 erinnert mich an meine frühere Tischtenniszeit, als ich den Andro Rasant Turbo noch gespielt habe. Über Jahre habe ich den gespielt, bis er ja abgeschafft worden ist. Und mit den Rasanter war ich dann auch nicht mehr so glücklich. Aber der hat mich doch wieder sehr daran erinnert. Also wirklich schöne, dynamische Ballrückmeldungen. Der Vergleich zwischen dem Rasanter 45 und 48 habe ich jetzt nicht direkt gemacht. Aber ich habe den Rasanter 48 auch mal angespielt. Also das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, was auch befürchtet worden ist, sage ich mal, wenn ich in den Tischtennisforen geguckt habe. Es spielt sich schon deutlich weicher und ist absolut kein Tempomonster. Ja? Es ist ein sehr variabler Belag, der unheimlich katapultisch ist. Mit dem Rasanter 48, der auch relativ weich sich anfühlt für 48 Grad, kriegt man aber deutlich mehr Druck dahinter und ja, auch die Rotation ist deutlich stärker in diesem Belag. Das ist ein sehr katapultiger Allround-Belag mit gutem Tempowerten. Und dieser ist dann doch schon deutlich schneller mit viel Spin und auch mehr Druck dahinter. Ja, der Rasanter 48 hat ja, denke ich, ziemlich eingeschlagen letztes Jahr. Wer hat denn den Rasanter 45 getestet? Gerne mal in die Kommentare hier unten schreiben, was ihr von diesem Belag haltet. Und generell,
was sich Anro davon denkt. Vielleicht habt ihr noch eine Meinung dazu, weil es gibt mittlerweile so viele rasante Belege. Behaltet ihr noch den Überblick? Langsam wird es schwierig. Ja, dann bis zum nächsten Video. Euer Let's Play Table Tennis Team. Ciao, ciao.